unserem Park haben wir zwei verschiedene Parcours. Den Parcours 1 mit 20 Tieren und den Parcours 2 mit 30 Tieren. Der Parcours 1 dauert ca. 1,5-2 Stunden und der Parcours 2 2,5-3 Stunden. Ihr seid dann selbstständig und eigenverantwortlich unterwegs. Und der Parcours 1 befindet sich genauso wie der Einschließplatz. Wenn ihr bei der Josephinenhütte vorbeigeht, da wo ihr davor wart beim Waldseilpark, geht es über die Straße, da wo die Bushaltestelle ist. Und dahinter ist dann so ein Schotterparkplatz, der untere Parkplatz quasi. Das ist eine Schranke und dann ist da der Einschießplatz. Da kannst du dich auch ein bisschen aufwärmen zum Schießen danach, bevor sie dann zu den Tieren geht. Also empfehlen wir auf jeden Fall. Parcours 2 ist, wenn ihr da oben gleich über die Straße geht, am Ende des oberen Parkplatzes, der noch asphaltiert ist. Da habt ihr dann auch die Schilder. Parcours 2 ist orange, ist auch mit denen markiert. Und der Parcours 1 ist violett. Ist auch mit violetten Pfeilen markiert. Eine Frage, wo auf der Karte sind wir? Wir sind gerade da bei der Josephinenhütte. Genau. Und wenn du dann über die Straße gehst zum Parcours 1, dann kommt es dann. Genau, wichtig ist, unter 18 nur mit Begleitung. Da steht die Mama mit, dann passt das eh. Vergesst es mir danach nicht ins Parcoursbuch euch einzutragen und wenn ihr dann wieder fertig seid, euch auszutragen, damit wir wissen, wer mit wem quasi am Parcours unterwegs ist. Wenn der Laurent schießt, müsst ihr alle 2 Meter hinter ihm stehen, damit ihr nicht in die Schussweite kommt von ihm. Okay? Sollte sich das Wetter dramatisch verändern und es ist ein Gewitter und wir müssen den Parcours evakuieren, ist ganz wichtig, hört ihr dreimal so ein Signalhorn, dann bitte den Parcours in Pfeilrichtung verlassen. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer nur in Pfeilrichtung geht, dass ihr niemals zurückgeht, weil in dem Moment, wo ihr zurückgeht, sind hinter euch andere Schützen und ihr macht euch unfreiwillig zu Zielen und das wollen wir nicht, weil das wird dann gefährlich. Ganz, ganz wichtig und man darf nur auf 3D-Ziele schießen. Genau. So viel mal dazu. Wenn ihr kurz einen Schritt zurückgeht, wir haben diese Tiere, die sind auch in Lebensgröße. Da kannst du auch zielen, die haben, teilweise sieht man es ein bisschen besser, teilweise nicht, weil es ein bisschen zerschossen ist, aber die haben so diese Schusskreise auch oben, dann kannst du auch zielen, wo quasi die Punkte auch zum Zählen werden. Ganz wichtig ist beim Pfeil abziehen von den Tieren, dass deine Hand immer einen Handschuh oder ein Tuch an hat, wegen der Schmierinfektion, gerade jetzt wegen Corona, dass die Tiere nicht mit der bloßen Hand angegriffen werden. Ist auch besser, du nimmst keine fremden Pfeile mit, weil dann ist die Gefahr einfach da. Wenn du Pfeile suchen gehst, dann ist immer, stell den Bogen schön sichtbar vorm Tier ab und geh dann die Pfeile suchen, weil dann sieht der hinter dir, dass er nicht schießen soll und dich nicht trifft, weil du gerade Pfeile suchst. Umgekehrt genauso, wenn du einen Bogen siehst, dann nicht drauf los schießen, sondern wart, bis der die Pfeile gefunden hat. Genau, sollte euch im schlimmsten Fall was passieren und ihr braucht die Rettung, ruft 144 an. Funktioniert auch ohne Empfang. Wir haben ein paar Funklöcher hier oben am Kahlenberg und die haben einen Plan von uns gekriegt und die wissen mit den Zufahrtswegen, wie sie am schnellsten zu euch kommen. Das heißt, immer sagen, hallo, ich bin gerade in der Lebenswelt Kahlenberg beim Bogenschießen, Parcours 1, Beispiel Tier 9 zum Beispiel. Genau. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein. Nein? Ist alles verstanden? Sehr gut, dann gehen wir rüber zur Technikeinschulung. So, ihr bleibt jetzt bitte alle da wegen dem Abstand und du kommst, stellst dich mal da auf, damit du es richtig schön siehst. Dann kann ich mit Kaugummi. Das ist wurscht. Schau, dass du dich nicht verschluckst. Geh noch einen Schritt zurück, damit wir den Abstand einhalten. Du kannst dich da hinsetzen, ja, ist kein Problem. Du hast vor jedem Tier hast du 3 verschiedene Abstände. Weiß ist für Kinder und Anfänger, blau ist für Fortgeschrittene, rot ist dann schon für Visierschützen. Wir empfehlen, überschätz dich nicht, fang von vorne an, du kannst dich nach hinten arbeiten, weil es macht viel mehr Spaß, wenn man sie trifft, die Tiere, und nicht die ganze Zeit Pfeile suchen muss. Du kriegst danach 5 Pfeile von uns und wir sagen immer bei größeren Gruppen, schieß 2, mach 2 Schuss pro Tier, weil dann tust du dich nicht so schwer, wenn du es suchen musst oder so. Und dann macht es mehr Spaß, weil du weiterkommst im Parcours. Genau. Wichtig einmal zur Grundhaltung. Du stellst dich immer 90 Grad weg vom Ziel, also so auf, genau. Und schau mich mal ganz kurz an von der Grundhaltung.
schaue ich mir, dass die Hüfte und die Schultern auch 90 Grad wegschauen vom Ziel. Das ist dann die beste Haltung und wenn du das immer kontrollierst, dann stehst du auch gescheit. Schau auch, dass die Knie nicht durchgestreckt sind, sondern dass sie ein bisschen locker sind, damit du einen festen Stand hast. Wenn du so hin und her gehst, gerade wenn du mal ein bisschen schief stehst, hast du so den besten Stand. Schulterbreit oder hüftbreit stehen ist immer das Beste. Wenn du dann den Bogen in die Hand nimmst, du kannst den Bogen ganz locker anfassen, ganz wichtig, wenn du beim Bogen aufspannst, dass du ihn wieder abspannst. Niemals Leerschüsse machen, weil du hast eine Energie, die sich durchs Aufspannen auflädt und die muss sich irgendwo entladen. Wenn du jetzt einen Leerschuss machst, dann entlädt sich diese Energie auf dem Bogen, weil ja kein Pfeil da ist, weil optimalerweise sollte ein Pfeil da liegen und es entlädt sich auf dem Pfeil. Ganz wichtig, mach keine Leerschüsse, weil der Bogen wird kaputt, wenn man das zu oft macht und es wird dann teuer. Wenn du den Bogen dann vor dir aufstellst, ich empfehle immer, wenn man gerade Anfänger ist und so und das zum ersten Mal macht, dass man den Bogen so vor sich hinhält und dann schaust immer, du brauchst es eigentlich nicht festhalten, du kannst es ganz locker halten, weil du wirst auch merken, sobald du spannst, musst du einfach nur mehr das schön eingerastet haben. Und ganz wichtig ist, dass der Ellbogen, deswegen hast du auch einen Sehnenschutz, dass der Ellbogen immer leicht abgewinkelt ist, damit du dir die Sehne nicht auf den Unterarm raufknallst. Und da kriegst du richtig schöne Blaue, wenn das passiert. Also immer aufpassen, ich empfehle auch kurz bevor du loslässt die Sehne, dass du immer kontrollierst, so Gegencheck, ob der Ellenbogen eh nach draußen ist und nicht durchgestreckt. Also du siehst, wenn ich das jetzt so halten würde, wird man die Sehne richtig schön da drauf knallen und es tut wirklich weh. Also da hast du dann alle Regenbogenfarben im Arm drinnen und das wollen wir nicht. Genau, dann nimmst du einen Pfeil und da ist wichtig, dass er auf die Pfeilauflage kommt. Und dass du ihn hinten einrastest, unterhalb dieses goldenen Rings, in die Sehne rein mit der Nocke. Und du hast drei verschiedene Federn bei diesem Pfeil. Und wichtig ist, dass die Leibfeder wegschaut vom Bogen. Das heißt, ich demonstriere es da kurz, wenn das jetzt so sein würde, siehst du das? Dann wird, wenn der Pfeil geschossen ist, wird diese Feder da angehen. Und dann hast du einen Leerschuss und den Pfeil findest du nie wieder. Also immer schauen, dass die Leibfeder wegschaut vom Bogen. Siehst du, weil so geht da nichts an. Siehst du die Linie da? Genau. Ich empfehle auch immer, fass den Pfeil ein bisschen weiter nach hinten an. Wenn du ihn einlegst, dann tust du leichter. Genau, jetzt ist der Pfeil aber geladen. Das heißt, jetzt tust du nicht mehr in der Gegend irgendwie rum, sondern entweder zum Boden, dass der Pfeil zum Boden schaut, oder zum Ziel. Weil jetzt, ab jetzt können Fehlschüsse passieren. Und es ist eine Schusswaffe. Das muss man sich immer bewusst sein, dass das trotzdem Verletzungen verursachen kann, wenn man jetzt etwas trifft, was nicht das Tier ist und das wollen wir ja nicht. Dann stellst du dich so hin, richtest es aus und wir empfehlen, dass man zwei Finger oder drei Finger unterhalb des Pfeils nimmt. Mach's nicht so, kann man auch, aber da musst du immer aufpassen, dass genügend Abstand zwischen dem Pfeil ist, weil sonst hältst du ihn fest und dann ziehst du die Hand mit. Also immer nur Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Zwei oder drei Finger kannst nehmen. Schau auch, dass der kleine Finger nicht mitgeht, weil den reißt du dann mit. Wenn du dann die Sehne aufziehst, dann hast hier, wenn du die Faust machst, hast diesen Knochen hier. Diesen? Greif mal drauf. Der hier? Nein? Ganz vorne. Genau, der da. Ist aber die Hand, genau. Und wenn du daher greifst beim Unterkiefer, hast du da so ein kleines Dreieck drinnen, ganz hinten. Beiß mal zusammen, wo die Backenzähne sind. Da hast du ein kleines Dreieck. Und der Knochen, der sollte da rein, zum Abstützen. Also so? Diese Spitze, die du davor angegriffen hast. Nein, andere Spitze. Du hast jetzt die Fingerspitze. Das, was du davor angegriffen hast, das sollte da beim Unterkiefer drinnen sein. Dann hast du automatisch, weil so kommt es halt nicht so gut, dann hast du automatisch auch den Ellenbogen schön hinten durchgestreckt. Und dann kannst du immer noch drauf schauen, ob hinten die Schultern zusammengehen und der Brustkorb schön gerad ist. Weil dann schießt mit der Rückenmuskulatur und nicht nur mit dem Bizeps und hast eine schöne Haltung. Also ich zeige es dir kurz vor, richtest da den Bogen aus, abwinkeln, tust es da schön auflegen, schaust, wenn er da ist zum Beispiel, kannst du es noch nach hinten ziehen. Wenn die Schultern dann noch nach vorne ist, kannst du es noch schön ausrichten und dann einfach nur loslassen. Okay? Magst du probieren? Ja. So, dann stelle ich erst einmal gescheit hin.
Genau. Schau, wo die Leitfeder ist, genau. Und jetzt kannst du schön einrasten mit der Nocke. Genau. Festhalten mussten jetzt nicht mehr, den Pfeil. Du kannst einfach nur, genau, die zwei Finger drunter. Und schau auch, warte kurz, so tust du nämlich weh. Du nochmal abspannen. Schau, dass es vorne ist, die Sehne, und nicht da hinten. Weil bis die Sehne da rausgeht, tust du da weh. Also vorne. Ein bisschen weiter vorne. Du kriegst von mir auch noch einen Fingerschutz, oder wenn du Handschuhe hast, dann geht es auch mit den Handschuhen. Also so. Warte. So. Kleiner Finger weg. Machst du drei Finger oder zwei? Zwei. Ja, dann tust du den auch weg. Und dann, dass er da ist und nicht da drin. So. Genau. Schön ausrichten, Ellenbogen nach außen drehen. Genau. Den noch kontrollieren, dass er schön nach außen schaut. Genau so. Und da kannst du jetzt noch weiter nach hinten. Genau, dass das schön auf ist. Jawohl. Yes. Schon schwer. Magst du einen Leichtern probieren? Ich habe einen Leichtern Bogen auch. Vom Zug her. Magst du probieren? Wichtig ist, dass der Bogen am Asphalt nicht abgestellt wird. Wenn ihr ihn ganz locker haltet, dann kannst du ihn auch immer so, schau, da am Fuß abstellen. Dann stellst du ihn nicht direkt am Asphalt. Und sonst kannst du ihn einfach hinlegen. Wenn du zum Beispiel wie da, wenn das jetzt ein Tier wäre und du suchst Pfeiler, dann legst du ihn einfach so davor hin. Dass er halt gut sichtbar ist, dass hinter dir die Leute eben sehen, dass du gerade Pfeile suchst. Passt? Ja. Jawohl, dann hast du den zweiten da auch noch. So, da weißt du, da, dieses Loch da zum Schlucken. Genau. Okay, du kriegst lange Pfeile. So, dann probier noch einmal. Also so. So, das da hier. Das muss immer da schauen, schön an der Innenseite. Genau. Können Sie das fester machen? So. Und nicht, dass es so auf der Seite ist. So. Ja, der ist 16, der andere war 18. So. Ja, aber nicht loslassen, gell? Wieder zurückspannen. Damit er nicht. Genau. So. Genau. Und Achtung, vorne bei der Pfeilauflage muss er drinnen sein. Genau, oben drinnen. Perfekt. Jawohl, Achtung, der Ellenbogen vorne, dass der schön abgewinkelt ist. Jawohl, und jetzt kannst du auch noch ein bisschen weiter nach hinten. Da mit dem Ellenbogen nach hinten, nach hinten, nach hinten. Jawohl. Genau. Angenehmer zum Schießen? Ja, passt, dann darfst du den gleich behalten. Dann haben wir noch zwei verschiedene Arten von Pfeilen, Standard- oder Premium-Pfeile. Standard sind 4 Euro bei Bruch und Verlust und Premium sind 7 Euro bei Bruch und Verlust. Könnt ihr entscheiden, welche nehmt. Prinzipiell würde ich empfehlen, für den Anfang einmal Standard, weil wenn ihr 5 verschießt, dann ist es teuer irgendwann. Genau. So. Passt. Dann. So. Wir biegen die Pfeile immer vorher durch. Und wenn du sie nachher bringst, auch wieder, wenn es jetzt durchbricht, das sollte nämlich nicht passieren. Wenn es danach durchbricht, dann ist das Carbon innen kaputt. Und das passiert meistens, wenn du auf einen Baum schießt oder wenn du beim Felsen streifst oder wenn du quasi Pfeil auf Pfeil, wenn du einen anderen Pfeil triffst, dann beschädigt sich das Carbon innen und dann reißt das. Und dann ist halt der Fall, dass der Pfeil dann kaputt ist. Dann bricht er entweder bei mir oder er kracht und dann ist er hin. Sollte die Nocke abbrechen oder die Pfeilspitze rausfallen, ist es prinzipiell kein Thema, solange der Pfeil nicht eingerissen ist. Okay?
Das hängst du auf die rechte Hüfte. Das kannst du mit so einem Hackerl drin hängen. Und eine Sache zeige ich dir ganz schnell noch. Wenn du Pfeile holen gehst, dann immer mit Handschuhen. Ihr bitte dann auch nicht die Tiere streicheln. Warte, weil das sind keine echte. Das sind keine echte, aber es gibt Leute, die wollen unbedingt die Tiere streicheln. Das macht's mal bitte nicht, wegen der Schmierinfektion. Und wenn du die Pfeile holst, dann schau, dass du niemals frontal auf die Pfeile zugehst, sondern immer relativ seitlich, weil solltest du stolpern, dass du nicht in den Pfeilen drin liegst. Okay? Hand aufs Ziel. Schau schnell. Hand aufs Ziel, vorne greifen und den Pfeil rausziehen. Dann wieder Hand aufs Ziel und rausziehen. Wenn du es zu weit hinten fasst, dann kann es so passieren, dass du eine Hebelbewegung hast und dass der Pfeil dann abbricht. Also immer ganz vorne angreifen. Genau. Also ja. soll ich so gehen? So passt perfekt. So hast alles, was du brauchst. Okay. Hast du auch gleich, kannst du gleich aufspannen. Wow. Genau. So. Dann. Genau. Hast du noch Fragen? Also. Wo ist das nochmal die Nummer? Wenn du jetzt, also ich würde dir jetzt raten, geh mal zum Einschießplatz und tust dich ein bisschen aufwärmen. Du musst ein paar Schüsse machen, das sind Zielscheiben, auch weiter weg, weil danach ist es wirklich im Wald, teilweise auch zwischen Bäumen durch oder so. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr den Einser- oder den Zweierparcours macht, das ist eure Entscheidung. Beim Einschießplatz, da geht es einfach bei der Hütte vorbei, über die Straße bei der Bushaltestelle, bis dieser Schotterparkplatz ist. Und dann hinter, da ist so eine Forststraße hinter der Schranke, ist der Einschießplatz dann. Okay? Einfach nur geradeaus. Quasi, du musst nur einmal über die Straße. Also wenn du geradeaus gehst jetzt da. Geradeaus gehen. Donna, gib mir eine Trinkflasche. Ich hab kurz zwei gehört, aber na gut. So klein, wenig. Ja. Da drüben, Alex, ist. Du bist links, der Meisterhand ist. Und der links. Was für ein Meisterhand? Ich werde Ganondorf besiegen. Link. Ja. Warte, Parcours 1 ist doch lila, oder? Ja. Okay, dann dort hinüber. Parcours. 1 ist lila, ja. Gehen wir zu Parcours 1. Dort ist ein Pfeil, das heißt Parcours 1. Ja, Parcours 1. Ich weiß nicht mal. Ich kenne mich noch nicht. Ich muss mich erstmal gewöhnen. Das andere Pfeil. Einfach nur geradeaus. Dieses Tier? Ein Rehbock. Bock. Also ein Rehbock. Das schafft es schon. Oh. Das schafft er nicht schon. Und da ist kein Weiß. Ja, ich habe einen Hirsch gefunden und ja. Ich probiere ihn zu treffen jetzt. Was ist sicher? Ah, da ist das andere Stock. Ja, ihr bleibt, wo ihr seid. Regel ist Regel. Ja, jetzt schieße ich auf seinen Kopf. Stirb! Jetzt! Ich denke, ich
Wer will dich nicht treffen, bitte? Pussy. Nächster Parcours. Violett? Oh Mann. Ah, hier geht es steil runter. Jetzt wird die Steine runter. Endlich mal schaffen. Okay, und jetzt müssen wir ein Mufflon. Hier ist Nummer 3, guck hier. Jetzt müssen wir. Und jetzt müssen wir einen Mufflon treffen. Komischer Name. Hey! Ein Mufflon muss er jetzt treffen. Das ist jetzt mein Parcours 3. Wirklich schief hier. Wow. Laura denkt einfach, das ist ein echter. Nein, ich denke lieber, das ist ein echter. Wow. Ich würde denken, das ist ein echter. So kann ich ihn besser treffen. Ja. Denk einfach, wenn du ihn tötest, dass du dann aus ihm Pizza machst. Pizza. Denk einfach daran. Aus einer. Probier zu ziehen. Denk einfach nur als Essen. Okay. Wow, genau. Wo bist du gelandet? In Hals. Ich kann mir vorstellen, dass er du ist. Getroffen? Ja. Ja. Im Hals. Schlecht. Wow. Ablehnen. Gibt's ihn an? Also, er hat schon zweimal getroffen. Wow. Schon zweimal. Genau zweimal. Und das ist schon für Anfänger. Nicht getroffen. Ja. Genau in der. Hätte das nicht, wäre das Tor. Deine Füße haben gezittert. Wow. Beim letzten Schuss habe ich bemerkt. Okay. Der, guck. Wenn du runterfällst, guck. Max, benutzt die Stecke, um nicht runterzufahren. So, die sind eben fest vergraben.
Und hier geht's berg rauf. Hier geht's weiter. Oh. Ja, da. Das ist der vierte dann. Ja, wir sind gerade fertig mit den Bogenschießen und so. Na, ich konnte nur 6 von 20 machen, weil das war zu viel. Und wir haben vergessen, hier Wasser einzufüllen. Ja, bei dieser Herbalife-Trinkflasche haben wir vergessen, Wasser einzufüllen. Und deshalb konnten wir nicht weitergehen, weil es war sehr lang. Und dann noch bis zum 20. Parcours, das war zu viel. Ja, ich habe eine Erfahrung bekommen, dass man Wasser überall mitnehmen sollte. Und ja, ich kann fast nicht. Naja, ich habe fast alle Schüsse getroffen. Und es hat sicher für dich Spaß gemacht, oder? Ja. Naja, tschüss. Zu sagen, es hat viel Spaß gemacht, weil das nie über war. Was? Ja, und? Ich hab vergessen zu sagen. Es hat viel Spaß gemacht beim Begleiten. Und wir sind viele Meters gegangen. Hat viel Spaß gemacht, die Begleitung. Wir sind Kilometer gegangen. Und hat viel Spaß gemacht. Das Eis wird zwar Wasser. Da kann man es trinken. Und dann kann man das Obst auch essen. Ich auch, ich hätte viel, viel Glück.